Herr Dolzer, Sie sind im EU-Ausschuss tätig. Nein, Sie sind natürlich Fachgruppenobmann Steiermark, so kennt man Sie, kennt man Sie in Österreich, aber Sie sind natürlich auch, Sie vertreten hier den Wolfgang Göntl, der gerne aus Termingründen leider verhindert ist, aber eben weil er gesagt hat, weil wir heute das Berufsbild des Beraters und auch diese europäische Komponente, was kommt da auf uns zu und wie können wir uns darüber wappnen? Ich habe gesagt, okay, sagt der Ausschuss, EU-Ausschuss, da soll der Herr Dolzer mich vertreten und das werden Sie sicher bravourös tun und machen. Der Fokus der Wir alle schauen ja gebannt sozusagen nach Brüssel, was kommt da auf uns zu, was für Richtlinien sind da, die da auf uns zukommen. Was sind da jetzt, um so mal einzusteigen, sozusagen mit der staatlichen Berufsvertretung, fangen wir mal an einmal, was sind da sozusagen die Beobachtungen, die Sie jetzt haben und welche Erkenntnisse habt ihr, wenn ich das so salopp sagen kann in der Mehrzahl, welche Erkenntnisse habt ihr, was müssen wir tun? Ich bedanke mich einmal für die Einladung und freue mich, heute am größeren Personenkreis über diese Richtlinien die kurz darstellen zu können. Also im Prinzip geht es darum, dass in der nächsten Zeit 5 Richtlinien aus der EU kommen werden, die die Finanz- und Kapitalmärkte beeinflussen. Das ist die Richtlinie für die Beratung und Vermittlung von Anlageprodukten, die Richtlinie für Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten, Anlegerentschädigungsrichtlinie, Wohnimmobilienkreditvermittlungsrichtlinie und die Richtlinie für Investmentprodukte, welche in Versicherungen verpackt sind, also in die Richtung fondsgebundener Lebensversicherung. Ausschlaggebend für diese Richtlinien war eine Feststellung der Europäischen Kommission, die bemerkt hat, dass es bei den Krediten um ein Volumen in Europa von 6 Billionen Euro geht und bei den Veranlagungsprodukten um 10 Billionen Euro. Und da macht sich die Europäische Kommission Sorgen darum, ob diese Produkte entsprechend passen, ob die Konsumenten über das Risiko aufgeklärt sind und möchte also gewährleisten, dass es in Zukunft bei den privaten Pensionsversorgern keine Probleme gibt. Wie versucht das die Kommission zu machen? Sie hat 3 Schwerpunkte gesetzt. Sie hat gesagt, einerseits ganz wichtig ist die Transparenz. Das heißt, die Kunden müssen im Beispiel jetzt im Versicherungsbereich vorab wissen, wie hoch sind die Kosten, was kriegt der Vermittler, problematisch ist. Zweiter Teil der Kommission war zu sagen, Vermeidung von Interessenskonflikten, da kennen Sie ein Schlagwort, Provisionsverbot. Das heißt, die Kommission sagt, wenn sich ein Vermittler deklariert als unabhängiger Vermittler, dann darf er keine Provisionen oder Entgelte von dritter Seite entgegennehmen. Wenn der Vermittler sich nicht als unabhängig deklariert, besteht weiterhin die Möglichkeit, über Provisionen sein Geld zu verdienen. Also darum geht es im Großen und Ganzen, dass man sagt, mehr Transparenz im Markt und Offenlegung von Kosten. Und ich glaube, das ist das, worauf wir uns einstellen müssen, dass es eine stärkere Zweiteilung der Branche geben wird, nämlich jene Kolleginnen und Kollegen, die sagen, gut, ich mute mir das Honorar zu, die Honorarberatung, ich kann das den Kunden offen kommunizieren, meine Kunden können sich das leisten, ist auch ein Thema, und ich rechne direkt mit dem Kunden ab. Und es wird sicher eine zweite Kategorie auch am Markt bleiben, die sagen, nein, ich möchte mich nicht als unabhängig deklarieren, ich habe 6, 7 Anbieter, über diese wickle ich meine Produkte ab, meine Beratungen ab, und dafür bekomme ich nach wie vor Provision, was dann den Vorteil bringt, dass auch Leute das in Anspruch nehmen können, die über nicht so viel Geld verfügen, nicht so ein hohes Einkommen haben. Also das, glaube ich, wird sicher ein Thema sein, das auf uns zukommt. Sie haben jetzt geschildert, was auf uns zukommt. Und jetzt die logische Frage ist, was ist da jetzt die Position der Wirtschaftskammer? Was sozusagen, ich erinnere mich an Diskussionsbeiträge von Born und Göntl, die da gesagt haben, also für die Wahlfreiheit, was setzt sich dafür ein, dass der Kunde und Berater sich deklarieren und aussucht, ob er provisionsgetriebenes Geschäft macht oder honorarbetriebliche, zum Beispiel. Ja, das ist, wie ist da die Position? Oder was macht man da jetzt? Genau, das ist die Position, die wir natürlich vertreten. Wir sagen, okay, wir haben kein Problem mit der Honorarberatung, aber bitte lassen Sie das, also liebe Kommission, lasst das doch den Kunden und den Berater gemeinsam ausmachen. Die sollen sich darauf einigen, wie abgerechnet werden soll. Das findet aktuell leider, muss ich sagen, nicht allzu viel Gehör, ist aber durchaus ein Ansatzpunkt. Also wir versuchen da jetzt in Brüssel weiteren Einfluss zu nehmen, sind da sehr aktiv, aber auch in Österreich natürlich über die politischen Kanäle, Gespräche mit allen Parteien im Parlament, auch in Brüssel, um hier noch das möglichst für den österreichischen Markt abzufedern. Aber wir sind nicht die Einzigen, das Problem haben. Wir haben in Brüssel mit Kollegen aus Schweden, Holland, England gesprochen und die haben gesagt, dort ist es wesentlich schärfer. Da haben die Regierungen wenig Verständnis. Die Schweden beginnen am 1. Jänner mit einem Provisionsverbot. Es hat eine Studie gegeben, dass 70% der Berater aufhören müssen. Und die Regierung hat gesagt, das nehmen wir zur Kenntnis. Mhm. Gut, lassen wir das kurz noch 20 Sekunden wirken. Die das ist rechtlich aktuell Status quo, jetzt einmal in der ersten Runde einmal abzuwickeln, bevor wir dann auch über die Zukunft reden, wie wir uns darauf, was wir vielleicht kreative neue Ideen haben könnten. Johannes Muschig, die AFPA, repräsentiert ja in einer Durchrechnung, korrigiere mich jetzt,
zwei Drittel des, mit allen ihren Mitgliedern, zwei Drittel des österreichischen Finanzdienstleistungsmarktes in etwa. Also ist, glaube ich, auch jemand und vor allem mit einer sehr starken EU-Komponente. Und da ist sozusagen durchaus eine gemeinsame, vereinte, parallele, gemeinsame, kooptive Stoßrichtung immer wieder gegeben, hier darauf einzuwirken. Zu dem Gesagten von Herrn Dolzer, gibt es dann noch etwas zu ergänzen, wo du siehst, wo du noch vielleicht ganz besondere Punkte siehst, die vielleicht jetzt bis jetzt zu wenig Gehör gefunden haben? Also ich denke, eins wird das Jahr 2013 in der Vorbereitung auf die MiFID II stehen. Die Beraterinnen und Berater werden voraussichtlich ab Jänner den endgültigen Text der MiFID vorfinden, so in Brüssel wie vorgesehen gearbeitet wird. Und ab dann besteht in etwa 18 bis 24 Monate Zeitraum, um sich darauf einzustellen. Das heißt, der Gesetzgeber muss das umsetzen und die Betriebe, die Beraterinnen und Berater werden sozusagen den MiFID-Check machen. Und das, was dabei passieren wird, ist, dass man halt den eigenen firmenspezifischen Verkaufsansatz noch einmal auf den Prüfstand stellen wird und sagt, sind meine Produkte richtig ausgerichtet, wird meine Dienstleistung verständlich präsentiert, erwecke ich bei den Kunden die richtigen Erwartungen, löse ich das nachher auch mit meinem Leistungsversprechen ein und bin ich im Übrigen von meinem Formularwesen, meiner EDV, meiner Technik gut aufgestellt. Das sehe ich aus Sicht der Beraterinnen und Berater relativ entspannt. Insofern, als es am 26. Oktober zumindest einmal eine Festlegung von Seiten des EU-Parlaments gegeben hat, nämlich es gab den Antrag von England, die Provision generell zu verbieten und das wurde fast einstimmig abgelehnt. Also, dass es ein Provisionsverbot gibt, das halte ich nach heutiger Sicht eher für ausgeschlossen. Dass es einzelne Bestimmungen darüber geben wird, dass man dem Kunden vielleicht in Zukunft etwas noch klarer und expliziter als bisher erklären muss, was man verdient und wie sich das zusammensetzt, wird die meisten in Österreich jetzt auch nicht mehr verwundern. Wenn man sich den Marktstandard in Österreich anschaut, dann werden da üblicherweise in den AGBs schon sehr detaillierte Aufstellungen dem Kunden übergeben, nach Assetklassen, wie viel Vergütung da drinnen ist, wie viel laufend und einmalig bezahlt wird. Das würde sozusagen diesen neuen Richtlinien durchaus auch genügen. Das, wo ich glaube, dass die Kunden, und da gebe ich dem Herrn Dolzer völlig recht, weiterhin eher die Provision bevorzugen werden als das Honorar, das wird wohl so sein, einfach weil es wirtschaftlich vorteilhafter ist für den Kunden. Und weil er nur dann bezahlt, wenn er tatsächlich mit der Leistung zufrieden ist. Also ich glaube, die MiFID II ist letztlich, wenn das so, wie es jetzt aussieht, so aussieht in Brüssel, kommt, etwas, womit man rechnen muss, worauf man sich einstellen muss, aber jetzt nichts, was man sich sagen, per se gleich als Profiberater fürchten wird. Eines tritt sicher stärker in den Vordergrund und darauf wird man sich 2013 vielleicht idealerweise als Berater einstellen, damit man vorne dann dabei ist. Nämlich, dass die EU tendenziell sagt, das einmalige Verkaufen eines Produkts und nachher den Kunden nicht mehr servicieren, das wollen wir so nicht. Wir wollen, dass langfristig die Kunden betreut werden. Auch hier wird der Profi wiederum verständig nicken und sagen, naja, klar, betreue ich meine Kunden langfristig. Das ist aber jetzt nicht per se durch die Bank der Fall. Es wird so sein, dass in Zukunft Kunden zumindest einmal jährlich kontaktiert werden müssen, dass sie einmal jährlich eine Art Assessment bekommen sollen, ob das Produkt, das ihnen verkauft wurde, noch übereinstimmt mit den ursprünglichen Zielen. Und auch das ist aber auch etwas, was viele Kolleginnen und Kollegen hier wahrscheinlich routinemäßig sowieso schon machen, dann steht es halt auch in einer Richtlinie. Na gut, also insofern denke ich, im Auge behalten, monitoren, Geschäftsmodell, noch einmal überprüfen, aber ansonsten recht entspannt. Und warum? Da habe ich noch zwei andere Ideen, aber dazu später. Kommen wir da noch an. Sie wollten noch kurz replizieren? Ich wollte noch zwei Sätze zu dem Thema sagen. Also Punkt 1, ich bin mit dem Herrn Muschig zu 98% teile ich seine Meinung, also sehe ich genauso. Ein Thema, das mir noch sehr wichtig erscheint unter dem Motto erwarten wir das Schlimmste und hoffen wir das Beste ist, dass in der Versicherungsvermittlungsrichtlinie unter anderem auch noch steht, dass uns schwer irritiert, dass unabhängige oder selbstständige Berater sämtliche Kosten, Abschlusskosten des Produktes ausweisen müssen und der angestellte Außendienst bei Versicherungen nur die variablen Gehaltsbestandteile. Und das darf natürlich nicht sein und da werden wir natürlich alles daran setzen, das abzuwenden, weil es auf eine Ungleichbehandlung des Marktes ist. Ja, okay. Okay, dieses O-Thema wollte ich jetzt am Anfang platziert haben. Übrigens, im Übrigen, diese, das muss man auch einmal sagen, seit es die AFPA gibt, es, korrigiere mich, zwei Jahre? AFPA. Eineinhalb Jahre. War es am Anfang typisch österreichisch, nicht? Und da ist was Neues und das wollen wir nicht und da kommen die Stacheln alle raus. Und wenn wir jetzt über kooptives gemeinsames Vorgehen sprechen, dann ist das schon eine ganz wichtige Entwicklung, die einfach in unserem Sinne, im Sinne des Marktes ist. Ich überschätze meine Rolle in keinster Weise und ich weiß, wie groß meine Rolle ist, aber möchte schon nur so nebenbei, en passant, weil wir gerade unter uns sind, schon sagen, dass ich einmal bei einer
in einer kleinen Netzwerkrunde, wo natürlich ich Gott sei Dank das Vertrauen von Göckl und Born habe und auch der Muschik dabei war, in so einem Fünf-Sterne-Hotel in der Steiermark, da haben wir am Anfang, wo die Stacheln waren, wo die Hakeln geflogen sind, links und rechts, da habe ich die beiden jungen Herren in einen Raum gesteckt und die Tür zugemacht und haben von außen zugesperrt und nach 2 Stunden sind sie rausgekommen und nicht seitdem, aber ich glaube, es hat doch geholfen, dass sie sehr gut zusammenarbeiten. Dieses Österreichische, da kommt was Neues, das haben alle abgelegt und ich glaube, sie kooperieren jetzt sehr gut und wissen beide, was ihr Segment ist und ihr Teil ist der Vereinigung der staatlichen Organisation, der privaten und ich glaube, die vor allem die EU-Komponente wird da sehr stark eingesetzt. Also da bin ich sehr dankbar dafür. Wir haben die gleichen Ziele. So ist es. Toll, dass das so gesehen wird, dass jetzt so agiert wird. Lass uns jetzt in die Zukunft sehen. Lieber Werner Barwick, du hast beim ASCOMP Trendtag. Eine tolle Messe, die immer schon eine tolle Messe war, aber jetzt noch toller wird, weil es nicht die Investmentkomponente dazu kommt. So eine kleine Streubombe fallen lassen, gesagt, lasst uns doch darüber nachdenken, ob es uns vielleicht gelingt, ein neues Beraterbild zu positionieren, das den Kunden die Gelegenheit gibt, uns, unsere Profession, einfach positiv, mit positiven Argumenten behaftet zu sehen. Weil viele Kunden sich einfach schwer tun, zwischen einem Makler, Agenten und Finanzvermögensberater zu unterscheiden. Lasst uns eine Übermarke positionieren, um hier einen positiven Schritt zu setzen. War das nur so eine lustige Idee am Erstkompakt-Trendtag oder wie schaut das jetzt aus, diese Idee? Das war quasi die Idee, die ich erst einmal öffentlich bekannt gegeben habe. Das ist ja schon länger. Da geht es jetzt weniger um Qualität und so weiter. Ne? Das wird permanent diskutiert und die Versicherungsmakler und Vermögensberater und so weiter. Darum geht es nicht. Ne? Es ging mir um diese Idee, es mal zu initiieren, um einen Begriff, der bei euch immer der heißt. Nicht? Hier, wir in unserer Szene in Österreich, nicht nur hier, gibt es einerseits die Banken, der Begriff ist für jeden Kunden geläufig, man weiß und so weiter, die Versicherungen. Und dann gibt es die freien Berater im Allgemeinen. Ne? Nur wie sieht der Markt aus, abgesehen, dass er sehr, sehr klein ist im Umsatz, man muss schon die Kirche im Dorf lassen, wo wir sind, der ist zersplittert in den Versicherungsmakler, den Versicherungsagenten, Vermögensberater und so weiter. Wie sollen wir in diesem kleinen Segment, das wir abdecken hier, dagegenhalten gegen Banken und Versicherungen? Ein Begriff, der ja Jahrzehnte oder noch länger schon etabliert ist und wo dem Kunden in etwa klar ist, wenn wir derartig zersplittert sind, noch dazu alle paar Jahre die Gewerbescheine ändern, Stichwort FDLA, jetzt Wertpapiervermittler, wer soll sich da noch auskennen? Dann gibt es noch eine Konzession, Wertpapierfirma und so weiter und so weiter. Das soll in etwa so bleiben und das ist die Idee dahinter, darüber sollte ein Gesamtbegriff, wie auch immer der heißt, gestülpt werden. Ich habe keine Illusionen, dass es jetzt sehr schnell geht. Mir ging es rein, einmal das anzuwerfen, die Diskussion. Es ist also schon hier am Trendtag überraschend interessiert aufgenommen worden von den Beratern. Ich kenne sehr wohl die Sensibilitäten schon zwischen den einzelnen Kammern, Vermögensberater und auch die Versicherungsmakler und so weiter hier, wollen eine eigene Gruppe sein. Das gilt zu überwinden, ohne dass ich die Gewerbescheine jetzt abschaffen möchte von der Idee her. Bin mir aber auch bewusst, dass es ein sehr, sehr langer Prozess ist, stelle aber wieder, komme wieder einen Punkt zurück. Aus meiner Sicht wäre es ideal hier, Banken, Versicherungen und alle Berater in allen Geschäftsmodellvarianten, wie ich immer als freier Berater, um nur einen Begriff zu, hier die drei Begriffe zu etablieren, den dritten Begriff. Und hier hat natürlich jeder Berater sein Geschäftsmodell. Es sind ja auch nicht alle Banken, Universalbanken, es gibt überhaupt und so weiter. Nicht? Auch die Versicherungen sind teilweise sehr spezialisiert, nur fondgebunden, wie ich immer und so weiter. Nicht? Das gibt es bei uns auch. Nur unsere Szene ist vom Begriff her zersplittert. Nicht? Das ist also mit Qualität, also mal vorher, zuerst überhaupt nichts zu uns, reine Marketingmaßnahme, um dem Kunden, dann müssen wir erklären, ja, das und das und das. Eine Gruppe muss, was die anderen verbockt haben, wieder erklären und fährt hier mit und so weiter. Nicht? Also es geht mir um dagegen zu halten, gegen Banken und Versicherungen, einen dritten Begriff in die Szene einzuführen. Ne? Und jetzt habe ich am nächsten Tag sofort begonnen und so weiter. Ne? Das kann ich allein unmöglich, logischerweise. Ne? Da brauche ich die Marktteilnehmer, Kammern und so weiter, AFPA etc. Und. Ich habe nur gemerkt, ich habe Interesse hervorgerufen und habe aber keine Illusionen hier, dass es sehr schnell geht. Bleib aber drauf, aber nicht jetzt so wie im normalen Geschäft. Bleib aber dran. Das praktisches Beispiel, damit wir auch wissen, worüber wir reden. Sie haben Herr Werner Malberg, Sie haben das Beispiel der Schweizer
Vermögensverwalter gebracht, die überhaupt keine großen Zugangskontrollen haben, also so Prüfungen und so weiter, gar nicht so extrem, wie es wir haben, also gar nicht so extrem oder gar keine, aber trotzdem natürlich ein Wahnsinns-Image haben. Also wie machen die das? Weil die so dieses Markenbewusstsein geschaffen haben oder was? Die Schweizer haben eine ganz wesentliche Entscheidung relativ frühzeitig gemacht, dass sie gesagt haben, wir regulieren uns selbst. Wir brauchen keine Aufsichtsbehörde, sondern wir schaffen es mit Selbstregulierung, einen Gütesiegel zu schaffen in der Vermögensverwaltung, mit dem wir die schwarzen Schafe, sollte es welche geben, aus dem Markt herausnehmen. Soll sich jemand nicht an diese Qualität halten, ist er draußen. Das Ergebnis davon war, es gibt nicht nur eine Selbstregulierungsbehörde, sondern es gibt inzwischen, glaube ich, drei. Also es gibt natürlich auch da einen gewissen Wettbewerb. Aufsichtsbehörden gibt es immer nur eine. Aber was sie damit erreicht haben, ist, dass die Marke Schweizer Vermögensverwaltung eine ganz klar positionierte Marke ist und jeder weiß, worauf er sich einlassen kann. Und das, was ich auch am Ask-Contact-Tag gemeint habe, ist, da stimme ich nicht ganz mit dir überein, dass es nicht reicht, dass man einfach einen Label gibt und die schwarzen Schafe und die weißen Schafe sind alle gemeinsam in einem Stall, sondern man muss ganz klar, und wenn ich heute in die Reihen hier hineinschaue, dann sehe ich, dass sie gelichtet sind. Die schwarzen Schafe sitzen heute nicht mehr da und die schwachen Schafe sitzen auch nicht mehr da, sondern es sitzen nur noch die Jäger da, die wirklich in der Lage sind, heute noch Geschäft zu machen. Da ist viel graues Haar da, da ist viel Erfahrung da. Aber die heute hier sitzen, die wollen nicht mit einem Boot oder in einem Namen genannt werden, mit denen, die heute die Branche in diesen Verruf gebracht haben. Und die Schweizer haben das durch eine Selbstregulierungseinheit geschaffen. Jeder hat auf seiner Visitenkarte, auf seiner Homepage dann die jeweilige Selbstregulierungsgütesiegel und mit dem weiß dann der Kunde, dass die untereinander schon darauf aufpassen, dass es da keine schwarzen Schafe gibt. Da muss die Ausbildung passen, da muss die Honorierung gegenüber dem Kunden klar kommuniziert sein und da müssen auch die Produkte im Wesentlichen stimmen. Und wenn all diese Themen klar in einem Qualitätsversprechen drinnen sind, dann kann auch Vertrauen aufgebaut werden. Denn unser Thema ist, unser Geschäft ist ein Vertrauensgeschäft. Und Vertrauen müssen wir als Voraussetzung vom Kunden entgegengebracht bekommen, bevor er das erste Mal eine Unterschrift macht. Das ist ein Vertrauensvorschuss. Und diesen Vertrauensvorschuss kann er Ihnen nur geben, wenn Sie ihm Qualitätssurrogate an die Hand geben, weil die Qualität Ihrer Dienstleistung, die weiß er erst nach ein paar Jahren. Er weiß erst in ein paar Jahren, ob das, was Sie ihm versprochen haben, auch eingetreten ist und wie Sie sich dazwischen verhalten haben. Das heißt, diese Qualitätssurrogate, an denen muss er es festmachen. Und wenn die Qualitätssurrogate die sind, dass jeden Tag in der Zeitung steht, diese Klage ist jetzt wieder eingereicht worden und dieser Finanzdienstleister ist wieder in Probleme gekommen etc., dann fangen Sie gleich einmal von einem Level von ganz tief unten an und müssen auf der menschlichen Schiene das erst alles aufbauen. Das, was so eine Marke erreichen kann, ist, dass Sie von vornherein einmal sagen, die da dabei sind, da können Sie sich auf einen gewissen Mindeststandard verlassen. Fragen an alle vier, bitte reihum. Also wenn ich das alles bisher gehört habe, heißt jetzt, die zukünftige Herausforderung für Finanzberater im nächsten Jahr, in den nächsten zwei, drei Jahren, ist ja zweierlei. Zum einen ist es ein Pressure von außen. Anforderungen, die da sind, Kriterien, die zu erfüllen sind, rechtliche, fachliche Kriterien, die zu erfüllen sind. Wo viele das Gefühl haben, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht, wage ich nicht zu beurteilen, das Gefühl haben, ich muss immer mehr tun, um das bisherige Geschäft abwickeln zu können. Also die Pressure von außen und die Pressure von innen, das, was wir gesagt haben, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Leute wieder mehr vertrauen, unserer Marke mehr vertrauen. Frage an die vier, was können wir ganz konkret und praktisch tun? Wie sollten wir uns aufstellen? Welche Aktionen sollten wir da setzen? Also ich bin mit den beiden Herren jetzt einer Meinung. Zur Idee von Werner Barwick kann ich anmerken, dass der Fachverband der Finanzdienstleister vor einem Jahr die Idee hatte, die Fachgruppen Makler, Finanzdienstleister und eventuell Agenten irgendwie zusammenzuschließen, hier zusammenzubringen unter ein Dach, unter einen Begriff. Es gab auch schon konkrete Gespräche, die bis dato leider noch nicht sehr von Erfolg gekrönt waren, um das mal so zu formulieren. Aber auf alle Fälle richtiger Ansatz, geht absolut in die Richtung. Und auch zum Thema von Herrn Feider-Malberg mit
der Selbstkontrolle des Marktes an sich. Auch da sind wir schon tätig geworden, wir gesagt haben, wir machen Standesregeln, die sind praktisch fertig, denen können sich die Berater freiwillig unterwerfen. Es gibt ein Ehrengremium, das das beobachtet, wo wir sagen, wir sind von uns aus aktiv, wir sind dem Gesetzgeber, dem Prescher von außen, einen Schritt voraus und arbeiten aktiv. Meine Frage war jetzt kein Vorwurf an die Wirtschaftskammer, sondern meine Frage war, insofern, nochmal, wenn ich das Beispiel schon einmal gebracht, Martin Quauker, Format, ein Befreundeter, der unsere Branche sehr gut kennt. Man spricht, ich erzähle ihm alle Dinge, wir gehen auseinander und zwei Tage später lese ich, der Pressetext von der Wirtschaftskammer heißt, Finanzberater geben sich neue Selbstregularien und blablabla. Und was lesen im Format? Finanzkeiler müssen sich selber regulieren. Das ist was anderes. Und warum schreibt, obwohl der uns kennt, warum schreibt er das so? Solange selbst wohlgesonnene Journalisten von Finanzkeilern reden, anstatt von Finanzberatern, solange müssen wir was tun. Die Frage, was? Ich denke, es geht genau in die Richtung. Also ich glaube, dieser Begriff Finanzkeiler, der natürlich öfter vorkommt, der wird uns noch eine Zeit lang verfolgen und das wird an uns liegen und an der Branche insgesamt, das entsprechend das Bild des Finanzdienstleisters abzuändern. Aber wir werden sicher noch nicht nächstes Jahr den Begriff weg haben. Ja. Bitte. Ja. Man muss schon sagen, dass es zuerst einmal auf der einen Seite irgendwie verständlich ist, nach dem, was vor ein paar Jahren passiert ist. Und das Zweite ist, Presse überzeichnet naturgemäß. Ne? Die müssen verkaufen und Bad News und so weiter, das kennt man ja. Ne? Vor dem Hintergrund ist zuerst einmal zu sehen. Nicht? Davor ist schon etwas gelegen, was vielleicht passiert ist der Branche und das greift jetzt. Wir diskutieren Selbstregulierung und so weiter. Nicht? Diese Dinge können zweifellos eingeführt auch, müssen, damit das nicht mehr passiert. Nicht? Aber es hat schon einen gewissen Grund, das muss man schon auch sagen, was da jahrelang diese Rechtsfälle in der Presse lanciert wurden. Nicht? Und es ist ja uns als Freie Berater ja leider nicht gelungen, hier das Image, dass die Bank quasi diesen Abschwung, den enormen hat, hier auszunutzen, weil wir selber quasi einen oder einen Teil der Berater für Probleme gesorgt haben. Ne? Ja, klar. Und es ist nicht immer lustiger, hier uns anzugreifen, als wie Lobbys und so weiter. Das ist die Diagnose. Aber was gibt es für Möglichkeiten der positiven Positionierung? Was können wir tun? Ja, bitte, Freunde, bitte, da musst du, wir können nicht auseinandergehen, oder dass man da jetzt immer sagt, dass alles wahr. Ich möchte was hören, bitte. Bitte. Also ich möchte ganz bewusst sagen, ich sitze ja hier mit dem Hut der Plattform. Ich weiß nicht, ob Sie gemerkt haben, wir haben einen neuen, frischen, grünen Marktauftritt. Wir wollen ganz bewusst uns vom Private Banking der Kapitalbank mit der Plattform trennen, weil dort haben wir uns ja für die Honorarberatung als Antwort auf diese Vertrauenskrise entschieden. Im freien Finanzdienstlerbereich, Finanzleistungsbereich obliegt es an jedem Einzelnen, sich dafür zu entscheiden, ob er in die Honorarberatung, also unabhängige Beratung nach MiFID geht oder in die provisionsorientierte Beratung. Wahrscheinlich wird die provisionsorientierte bei Weitem der Großteil sein, aber wir bieten auch hier die Honorarberatung klar als Abwicklung an, wo man auf einer Servicegebührbasis den Kunden betreut und er dafür die Provisionen auf der anderen Seite bekommt. Also wir haben Nummer eins, haben wir mal gesagt, ich spreche jetzt ganz bewusst, zuerst vor der eigenen Haustür kehren, als euch zu erklären, was ihr zu tun habt. Also das ist nicht meine Art. Also das Erste, was wir getan haben, ist ganz klar einmal die möglich, also klare Trennung zur Honorarberatung im Private Banking, damit man einen eigenen Marktauftritt als Plattform hat, damit das auch getrennt wahrgenommen wird. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Honorarberatung als Option für jeden Finanzberater dazugenommen. Und das Dritte, und das ist für mich das Allerwichtigste, wir sehen laufend mehr Abflüsse auf Zuflüsse auf Basis unserer Kunden. Und das ist ein Loch, das einfach geschlossen gehört. Und wenn man das analysiert, wo fließt dieses Geld hin, das von uns weg übertragen wird, dann fließt das schlicht und ergreifend, so einfach ist es, zurück an die Hausbank des Kunden. Also dort, wir haben genau analysiert, welche Banken gehen die Gelder hin, ganz einfach dort, wo sie hergekommen sind. Ja. Warum? Weil es ein Beratersterben gibt. Man sieht es hier in den leeren Sesseln. Ja. Das heißt, Sie, die noch da sind, haben jetzt die Möglichkeit, entweder den Kunden mehr an sich zu binden. Und da haben wir als Lösung einfach eingeführt, dass wir gesagt haben, das Erste, was man machen muss, ist, man muss der Hausbank Paroli bieten, nämlich in der Form, dass das, was in der Hausbank passiert, ist im Regelfall relativ beratungsfrei. Das Geld wird einfach auf Taggeldkonten gelegt und einmal verzinst. Und die haben wir vom Zinssatz mit 1,25% jetzt ein Konto eingeführt, wo wir jede Hausbank schlagen, in der Regel. Und damit kann das Geld bei uns liegen bleiben. Weil das Erste, was wir schaffen müssen, ist, den Kunden ans Haus und an sie zu binden.
Und mit diesen beiden Maßnahmen, die Honorarberatung und dieses Konto Plus, das praktisch jedes Depot dabei hat, man braucht es nur aktivieren, es kostet null. Der Kunde kann jederzeit dort 1,25% kassieren, das sind sie und sie kriegen auch noch eine Provision. Das heißt also, am Ende des Tages sind wir damit einmal so, dass wir weiter in Kontakt mit den Kunden bleiben. Weil zuerst müssen mal die Löcher gestopft werden, wo Abflüsse passieren. Und im nächsten Schritt dann muss man schauen, wie binde ich den Kunden noch mehr ans Haus. Und das noch mehr ans Haus heißt, im Transaktionsbereich haben Sie keine Möglichkeit, an den Kunden ranzukommen. Leider Gottes ist er da immer noch bei seiner Hausbank. Dort wird das Geld transferiert, dort ist er zu Hause. Und da arbeiten wir daran, dass wir hier auch noch mehr als Plattform, nicht nur im Werbegeschäft, sondern auch im Kontogeschäft für Sie als Unterstützung im Hintergrund das anbieten werden. Also, wir wollen hier ganz bewusst die Finanzdienstleistungs Seite aufmachen, okay. Weil nur so können wir auch in Phasen, wo man sagt, na, das Wertpapier ist in dem Moment nicht das Richtige, ich möchte lieber am Konto sein, auch ihm eine Alternative anbieten. Da verdient man vielleicht nicht so viel, aber der Kunde bleibt da und morgen, wenn es dann wieder ins Investment geht, sind sie wieder da. Okay. Das heißt, das sind ganz wesentliche Themen, da müssen sie einen Partner an ihrer Seite haben, der sie da in der Abwicklung unterstützt. Ja? Und der Rest, die hier sitzen, sind ja eh die Guten. Die haben eh ihre Kunden, also um die mache ich mir eh am wenigsten Sorgen. Ich mache mir um die Industrie an sich Sorgen, ob wir Nachschub bekommen und da vielleicht auch noch in die Zukunft geblickt. Im Private Banking, dort wo im Prinzip das große Geld sitzt, ja, sind die goldenen Zeiten schon längst vorbei. Wir haben, die aktuelle McKinsey-Studie zeigt es, aktuell sind wir auf einem Ertragsniveau zurückgefallen aus dem Jahr 2004. Die Kosten sind aber im Vergleich zu 2004 um 50% gestiegen. Das heißt, da geht eine Riesenschere, Kostenertragsschere auf, die so ausschaut, dass kaum noch Privatbanken, wenn man es isoliert, überhaupt noch einen Ertrag machen. Das heißt, was werden die machen? Die werden alle in Richtung Beratungsgebühren gehen, Kosten erhöhen. Und das Zweite, was sie machen werden, sie werden bei den Gehältern runtergehen. Und hier wird es plötzlich viele Private Banker geben, die sagen, Moment einmal, das sind ja meine Kunden, die habe ich gebracht. Dann gehe ich in den freien Markt und hole mir aus dem freien Markt mit den Kunden einen höheren Satz heraus und die Bank verdient viel weniger. Wenn der auf der Plattform das gleiche Geschäft macht, was er jetzt im Private Banking macht, dann verdient er um 50% mehr in der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ich glaube und ich bin überzeugt, dass die Zukunft vom freien Finanzdienstleistermarkt gar nicht so in den jungen Nachwuchs liegt, sondern in der Marktbereinigung beim Alten. Nämlich, dass die Leute rausgehen aus ihren Banken, manche freiwillig, manche auch unfreiwillig, weil die Banken abbauen werden. Und was können die am besten? Sie können Kundengeschäft machen und dort wird der Markt sich hinentwickeln. Okay. Ist meine Überzeugung. Interessanter Punkt, ja. In Bezug auf die Positionierung und das Image der freien Berater oder selbstständigen Versicherungsvermittler und Finanzberater, wenn ich jetzt in dieser Dreierdiktion bleibe, die wir da auf der Bühne eingeführt haben, ist es so, dass aus meiner Sicht zu wenig Zahlen, Daten, Fakten überhaupt über diese gesamte Branche bekannt sind. Wir haben in den vergangenen 14 Monaten im Hintergrund bei der AFPA die erste marktübergreifende Beraterstudie überhaupt in Österreich gemacht. Und ein Teil dieser Studie war, dass wir in Summe 66.000 Kundenfälle analysiert haben. Wir haben die Plattformen, die Organisationen, die bei uns Mitglied sind, gebeten, von einem anonymen Marktforschungsinstitut diese Befragung zuzulassen. Und das ist eine Zahl, die nicht so wie jetzt Statistiken, wir haben 250 Kunden befragt, veröffentlicht wird, sondern das ist wirklich fundiert. 0,4 Promille aller Kunden klagen ihren Berater. Vielleicht haben Sie ganz einen anderen Eindruck gewonnen, wenn Sie die Zeitungen lesen. Da glaubt man, es ist jeder zweite Kunde, der den Berater klagt und alle sind unzufrieden und die Branche wäre ein juristisches Schlachtfeld. Dem ist überhaupt nicht so. Es gibt überhaupt nur 0,5% aller Kunden, wo jemals eine Reklamation beim Berater reinkommt. Wir haben bei denjenigen, die das Geschäft in Österreich seriös betreiben, eine super saubere, blitzsaubere, erstklassige Dienstleistung und die ist der Markt schlichtweg nicht bekannt. Entschuldige, also ich möchte in keinster Weise die Schnackstudie, die wird jetzt veröffentlicht. Bin ganz gespannt, was das so die Detail, ja. Aber also nur den einen, das eine Wort, nur so wenige, ganz, ganz wenige klagen den Berater, aber mehr Klagen über den Berater, vielleicht nicht beim Berater, sondern woanders, nämlich indem sie nichts tun oder weggehen. Oder wird unlängst ein Journalist angerufen vom Geldmagazin, der hat sich über unsere Homepage gemeldet und ein Interview geführt zum MiFID II und am Schluss baff erstaunt über diesen Fakt und hat gemeint, er gewinnt selber ein ganz anderes Bild und hat mich gefragt, warum glauben Sie, ist das so?
Und wir sind draufgekommen, weil er nirgendwo eine Stelle hatte, wo er verlässliche Zahlen, Daten, Fakten bekommen hat. Also diese Lücke schließen wir jetzt ab nächsten Jahr. Okay. Das Zweite, ich hatte unlängst das Vergnügen, ein Arbeitspapier der Europäischen Gewerkschaft der Bankangestellten in Brüssel zu lesen, die im Übrigen alle Forderungen nach strengerer Regulierung ihrer Arbeitgeber voll und ganz unterstützen. Es gibt 1,5 Millionen Europäerinnen und Europäer, die am Schalter an der Front stehen und Kunden Finanzprodukte platzieren und die sich darüber aufregen, dass sie erstens keine Informationen über diese Produkte haben, die sie verkaufen sollen, zweitens nicht geschult werden und drittens unter einem enormen Verkaufsdruck stehen. Und die fordern, das sind die Menschen, die in der Bank stehen, dass sie mehr geschult werden, mehr Informationen bekommen und dass man ihnen diesen Verkaufsdruck abnimmt. Und damit sind wir bei dem, was Sie ja konkret interessieren wird. Wo ist die Geschäftsentwicklung 2013? Letztlich können wir über tolle Qualität und über Siegel etc. reden. Wenn das nicht in bare Münze einen Profit ergibt in Ihrem konkreten Beratungsansatz, ist das eine akademische Übung. Die praktische Übung schaut so aus, dass wir de facto nicht erleben werden, dass die großen Geldinstitute und Finanzkonglomerate flächendeckend eine Qualitätsberatung zustande bringen. Das schaffen die nicht. Wenn wir das umrechnen auf Österreich, sind gegenwärtig rund 20.000 Angestellte in der Versicherungswirtschaft und im Bankvertrieb tätig. Und bis die alle einen neuen firmenspezifischen Beratungsansatz lernen, der MiFID II und AMD II etc. konform ist, wird noch viel Wasser die Donau runterfließen. Und ein Teil wird es gar nicht mehr lernen wollen oder können. Und dazu kommt das bereits angesprochene eklatante Personalproblem. Im Angestelltenaußendienst der Versicherungen fehlen bereits gegenwärtig 3.000 Mitarbeiter. Und im Bankvertrieb kommt aus wirtschaftlicher Sicht noch die Schließung der Filialen dazu. Unlängst durch die Medien gegangen, Bank Austria schließt ein Drittel aller Filialen. Die Alternative wurde mit Videoberatung publiziert. Ich brauche in der Branche, glaube ich, nicht weiter und in der Runde ausführen, dass ein anspruchsvoller Kunde wohl nicht auf eine Skype-Konferenz hin sein Konto um 100.000 Euro leeren wird, um es Ihnen zu transferieren. Da will er schon jemand aus Fleisch und Blut gegenüber sehen, der vorher mit ihm redet. Daher, keine Angst davor. Ich denke mal, man muss jetzt analysieren in Ihrem Geschäftsmodell, wo sind die firmenspezifischen Andockpunkte, wo wer anderer gar nicht mehr hinkommt, weil es einfach wegbricht, weil die das nicht mehr können und auch nicht mehr zugedeckt werden kann. Und da gibt es eine ganze Menge. Das wird tendenziell sicherlich das etwas höherwertige beratungsintensive Geschäft sein. Das wird tendenziell sein attraktive Nischen. Und das System dann zu sagen, ich habe die gleiche Qualität, ich habe die gleiche Haftungssicherheit, ich habe eine schlaue Produktlösung dort und ich habe dokumentiert einen Berufsstand, der sauber arbeitet und das auch darstellen kann, da würde mich doch wundern, wenn nicht das ein oder andere interessante Geschäftsmodell im kommenden Jahr in die Richtung aufgeht. Dass es eine Menge Arbeit ist und dass es gewisse Unabdeckbarkeiten gibt, ja, aber ich denke mal, es gibt durchaus auch positive Ansätze, so in die Zukunft zu schauen und die Aufgaben jetzt halt zu machen, zu sagen, habe ich das richtige Produkt, habe ich das richtige System, ist meine Leistung rechtskonform und wird es vom Kunden als attraktiv erlebt, dann feuerfrei an den Kunden. Werner Barwick, bitte, zweite Chance. Welche Aktivitäten können wir ganz konkret umsetzen, um das Beraterbild zu verbessern? Ja, zuerst einmal ist es immer klar, dass Zeit braucht. Vorerst muss man aber auch sagen, ich formuliere es immer so, Herr Malberg hat es ja auch angesprochen, auf eine andere Art. Es hat eigentlich eine indirekte Qualifizierung stattgefunden, wie ich das immer formuliere, weil viele Berater sind aus dem Markt ausgeschieden, auch das wird etwas überbewertet. Das sind von der Zahl her zwar viele, diejenigen haben aber sehr wenig Geschäft gemacht in Summe. Ne? Diejenigen, die übrig geblieben sind, natürlich gibt es schwarze Schafe überall, ne? Steht aber auch wesentlich die Qualifizierteren, weil sehr oft die Stärke und Qualität über Jahre auch mit der Verkaufsstärke korrespondiert. Ne? Das heißt, es hat einmal schon stattgefunden. Nicht? Das andere ist, zuerst, es gibt viele Maßnahmen, die diskutiert werden von der Kammer, von der AFPA und so weiter. Freiwillige bin ich auch dafür und so weiter, dass man da ja, was erarbeiten, wie der Herr Malberg das formuliert hat. Alles braucht Zeit, das darf man übersehen. Auch diese Beruhigung. Nicht? Man sieht ja, wie viele Kunden wir geklagt haben und so weiter. Nicht? Nur, wie gesagt, es ist ja lustig für die Presse, das zu schreiben. Ich kann schreiben ja wieder 100 zufriedene Kunden in der Steiermark oder irgendwas. Nicht? Das interessiert ja keiner. Nicht? Also diese Arbeit, nicht? Das muss ich auch beruhigen, das braucht Zeit, geht gar nicht anders. Mhm. Wir können hier enorme Qualitätsmaßnahmen setzen. Jetzt läuft schon mit Sicherheit qualitativeres, wesentlich qualitatives Geschäft von den Beratern, die hier herinnen sitzen oder auch nicht da sind, das passiert schon. Ja. Ich kann hier noch mehr ansetzen. Trotzdem braucht es Zeit, bis es wahrgenommen ist, der Abstand, der hier groß ist,
geht teilweise nicht anders. Nicht? Okay. Heißt aber nicht, dass man das nicht machen muss, beschleunigen muss, initiieren muss. Mhm. Ja, genau. Damit man hier in Jahren einmal davon profitiert. Dass das Image sich das beruhigt hat, gedreht hat und so weiter. Nicht? Das ist schon, das muss man auch sehen, es braucht Zeit. Okay. Aber heißt nicht, dass man die Hände in den Schoß legt, nichts tut, das meine ich damit nicht. Nicht? Die Zeit braucht trotzdem. Aber es ist schon im Gange, das darf man auch nicht übersehen. Nicht? Wir können noch und sollen auch hier Qualifizierungsmaßnahmen, sonstige Dinge auch weiterbauen, weiter einführen und so weiter. Nicht? Aber wie schon gesagt, vieles ist passiert, indem hier in der Regel die Qualität und die Starken übrig geblieben sind. Und es läuft schon im Großen und Ganzen relativ sauber als Geschäft, das muss ich auch sagen. Okay. Herr Dolz, darf ich mit Ihnen die Schlussrunde beginnen? Am 28. zur Information, am 28. November 2013 wird es wieder diese Veranstaltung hier geben. Und meine Frage wäre jetzt die sozusagen, aber erst nächstes Jahr. Also, und meine Frage wäre die, was ist bis dahin? Was hat sich für Berater bis dahin konkret in der täglichen Praxis verändert? Wenn ich das höre, jetzt nicht wahnsinnig viel. Viel wird geredet, aber nicht wirklich. Stimmt das? Na, ich denke, wir haben den größten Teil der EU-Richtlinie, zumindest die MIFID und vermutlich die AMD am Tisch, wissen konkret, worauf wir uns einstellen können. Und ich glaube, ich sehe bei dem Ganzen auch eine Chance, also als Chance für die Berater. Wir machen ja Beratung und Vermittlung im Finanzbereich. Und ich glaube, unser Bewusstsein ist ja häufig die Vermittlung im Vordergrund, dass wir damit das Geld verdienen. Und ich denke, wir haben einen Ansatzpunkt, dass wir die Beratung in den Vordergrund rücken, die Beratung den Kunden als eigene Dienstleistung verkaufen und damit auch entsprechend unser Einkommen aufbessern. Und da gibt uns die EU sogar die Chance, weil das dann bewusst gemacht wird, das noch besser machen zu können. Und so können wir uns in die Zukunft entwickeln. Also sozusagen ein positiver Druck, der uns anschiebt, also noch besser zu werden. Ja. Okay. Was wird in einem Jahr anders sein? Zum Beispiel bei der Aricon? Bei uns, ja. Na, zufälligerweise, weil du gerade da bist, denke mal, Frage halt. Genau. Wenn ich das so weit in die Zukunft sehen könnte. Ne? Okay. Keine Ahnung, zuerst hoffen wir, dass wir das Meier-Dings überleben. Ne? Okay. Alle am 21. Ja, genau. Und das kann ich dir in einem Jahr sagen. Ne? Okay. Es ist vieles im Gange vom Gesetzgeber, das war ja ein Schwerpunkt der Diskussion. Natürlich beobachten wir das immer sehr interessiert. Nur solange diese Dinge nicht fertig sind, werde ich keine Maßnahmen ergreifen. Meistens kommt es dann ganz anders, wie es dann aussieht und in der Regel nicht so dramatisch. Was sich jetzt abzeichnet, also wir warten ab, das ist wichtig und wir werden sehen, wann und vor allem in welcher Intensität. Ich glaube, so schlimm wird es überhaupt nicht werden. Es wird aus meiner Sicht nichts Wesentliches passieren innerhalb des nächsten Jahres, soweit ich das jetzt ohne überraschende Effekte, es ist ja immer noch diese Staatsschuldenkrise hier mit den Risiken, das kann keiner vorhersagen, aber aus meiner Sicht nichts Wesentliches, weil die neuen gesetzlichen Dinge, die kommen von der EU, die sind ja Jahre in Diskussion, irgendwann wird das einmal fertig sein. Und wir werden dann sehen, was hier, von welcher Seite das kommt und wie wir alle als Berater damit umgehen werden müssen, logischerweise, wenn das Gesetz wird. Ansonsten hoffe ich, dass die Rahmenbedingungen, die uns die Politik europaweit, Staatsschuldenkrise quasi vorgeht, die Kunden beschäftigt, auch mein Berater davon, dass sich das etwas beruhigt, dass sie in den Griff bekommen, weil das hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Geschäft. Das bremst die Begeisterung der Berater, die Kunden und so weiter. Und wir alle können nichts dafür. Das wurde woanderswo verbockt und vor allem auch hoffe ich, dass es ganz wichtig ist, wieder mehr Geschäft läuft. Ne? Also wenn ich in die Zukunft schaue und an die freien Finanzdienstleister denke, dann sage ich, das ist wirklich eine rosige Zukunft. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der freie Finanzdienstleister, der unabhängig vom Produktanbieter und von der Bank völlig frei, nur im Interesse des Kunden agieren kann, egal ob er von der Provisionsseite oder von der Honorarseite kommt, solange alles transparent ist, ist es eine Entscheidung des Kunden. Aber er ist klar ein Berater, der nicht irgendwelche Verpflichtungen oder Produktziele oder Absatzziele hat, sondern seine ganzen Ziele ist, dass er seinen Kunden langfristig beraten will. Dem gehört die Zukunft. Und wenn ich jetzt anschaue, wer noch da ist, dann sind wir jetzt zusammengeschmolzen auf ein Nukleus von lauter Superprofis. Dazu werden noch andere kommen aus den Bankbereichen, die sozusagen es hinausschwappt, weil die Banken müssen bereinigen. Und die Banken werden immer mehr zu Verkaufsstellen und die wirklich freie, qualitative Beratung, die wird dort angeboten. Das, worauf Sie sich aber einstellen müssen, aus meiner Sicht, ist, dass Sie mehr Transparenz auch in Ihrer Leistung bekommen werden. Ganz einfach deswegen, weil die Kunden wollen übers Internet oder über andere Formen wissen,
Ist das ein guter Berater? Was haben andere für ihre Erfahrungen mit dem etc.? Damit Sie sich leichter tun in der Suche nach Ihrem geeigneten Berater. Sie werden zuerst sagen, wer ist in meiner Region? Und dann wollen Sie sagen, wer innerhalb von meiner Region, wer ist da gut? Und was wir als Plattform machen möchten, ist, dass wir jetzt schon beginnen, die qualitativen Berater zu belohnen, indem dass wir sie einfach besser servicieren, dass sie ihren eigenen Betreuer auf der Plattformseite bekommen. Weil was wir als Plattform für unsere Zukunft sehen, ist, dass wir als Bankabwickler im Hintergrund sozusagen die Transaktionsbank auf der einen Seite darstellen und daneben gibt es die Relationship Bank, nämlich der Bereich, wo es immer nur Mensch-Mensch geht, der wird in Zukunft nicht mehr in der Filiale passieren. Wer von Ihren Kunden geht noch täglich in eine Filiale? Das Thema ist tot. Es passiert zu Hause beim Kunden, wo auch immer man sich trifft. Dort wird Beratung stattfinden. Die wird immer nur zwischen Menschen stattfinden und Menschen werden sich Menschen suchen, die zu ihnen passen. Und sie brauchen die Bank nicht wechseln, sondern sie sind innerhalb einer Abwicklungsplattform. Das ist unsere Vision und deswegen versuchen wir als Plattform in dieser Vision ein Partner zu sein, der möglichst breit das Bankgeschäft abwickelt. Weil nur dann, wenn Sie den Kunden ganzheitlich im Griff haben, können Sie wirklich den Kunden, ohne Gefahr zu laufen, ständig mit der Hausbank in Konflikt zu kommen, auch wirklich langfristig behalten. Das ist für uns die Vision der Zukunft. Dankeschön. Nächstes Jahr? Und nächstes Jahr, Ende 2013, wird wie auch dieses Jahr zwei Gruppen von Unternehmen und Beratern geben. Die einen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und die anderen, die das nicht getan haben. Diejenigen, die es getan haben, werden sich noch relaxter als heute zurücklehnen und wissen, dass ihr Geschäftsmodell im Grunde genommen hervorragend funktioniert und sich noch überlegen, vielleicht, ob sie den einen oder anderen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin aufnehmen. Da wird es nämlich in Kürze in Fortsetzung dessen, dass die Bankenleute abbauen, eine ganze Reihe von qualifizierten Menschen geben, die einen Job brauchen, ganz dringend, und die draufkommen, dass die einzigen, die gegenwärtig Jobs schaffen, die Klein- und Mittelbetriebe sind und da unter anderem die Versicherungsvermittler und Finanzberater, die in den letzten 3 Jahren plus 20% Mitarbeiter eingestellt haben. Und wenn es noch irgendwas gibt, ist dann glaube ich, dass es Ende des nächsten Jahres auf einer breiten politischen Basis in Österreich möglich sein wird, mit einer etwas anderen Rückendeckung in Bezug auf diesen Berufsstand zu reden und sich etwas selbstbewusster nicht nur hinter der eigenen Qualität zu verstecken, sondern auch ein bisschen so nach außen zu tragen. Und das wird umso leichter sein, je mehr die Probleme beim Mitbewerb, der in den anderen zwei Blöcken besteht, offenkundig werden und nicht mehr zugedeckt werden können. Das ist so meine Vision. Danke, das für 2013. Ist eine Volley-Vorlage zu meinem Schlusswort. Unabhängige Finanzberatung hat eine wichtige sozialpolitische Bedeutung, denn nur Kunden, die von unabhängigen Experten beraten und betreut werden, bekommen bessere Produkte und mehr Leistung für ihr Geld. Das steht auf meiner E-Mail-Signatur, weil ich daran glaube. Wenn Sie auch daran glauben, sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren, versuchen Sie das auch hinauszutragen, so wie es ich tue, täglich mit, weiß nicht, manchmal bis zu 100 Mails. Je mehr darüber lesen, je mehr verinnerlichen Sie es. Tragen Sie es hinaus, diese Idee. Seien Sie auch stolz auf diese drei Botschafter, die wir in diesem Jahr gekürt haben. Noch einmal, die leisten nichts Außergewöhnliches und viele von Ihnen sind sicher genauso gut wie die, nur ich kenne sie halt nicht, die habe ich kennengelernt. Das sind Finanzberater des Jahres, die hinausgehen, die positive Beispiele für unsere Berufsgruppe sein sollen. Wenn Sie daran glauben, dann freue ich mich, arbeiten Sie daran. Ich danke Ihnen fürs Diskutieren. Ich hoffe, ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2013. Um mich müssen Sie sich keine Sorgen machen. Sie wissen, für ein Sponsor-Partner zahlt dann 250.000 Euro, haben Sie alle gehört, alle. Haben wir auf Video aufgezeichnet, also für mich passt's. Ich hoffe, Sie auch beim nächsten Mal Investment Trends 12. am 28.11.2013. Dankeschön. Danke.